Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute hier der Christian und ich bin der Sashi und wir erzählen euch ein bisschen was über den 2. Januar. Heute ist der 2. Januar. Genau. Ich bin immer noch platt von Silvester. Du bist platt von Silvester? Ich bin immer noch platt von Silvester. Warum? Ja, in meinem Alter verträgt mir das immer so. Ja, du hast 3 Bier getrunken. Oder? Ja, ja, das sind 2 mehr als sonst. Ja. Ja, genau, das ja. Hat schon hart, ne? Puh, ja. Okay. 2. Januar, weißt du, wer am 2. Januar Geburtstag hat? Sag's mir. Cuba Gooding Jr. Ja. Cuba Gooding, kennst du ihn? Ja, kenne ich. Cuba Gooding Jr. Ist mir bekannt, erstmals aufgefallen in Outbreak. In Outbreak? Was Outbreak, hat der? Das war das mit diesen Killerviren, F ja, und das so weiter ist mit und so fort. Dustin Hoffman. Richtig. Genau. Und er hat Jerry Maguire gespielt und letztens... Nee. Tom Cruise hat schon. Ja, also der hat den Sportler gespielt. Der hat den Sportler gespielt. Show me the money. Ja, ja, genau. Genau. Und der hat auch gespielt, letztens habe ich das erst gesehen, in The People vs. O.J. Simpson. Da spielt er auch mit. Er spielt den O.J. Simpson. Echt jetzt? Ja, ja, das ja. Wusste ich jetzt nicht. Genau. Ja. Wer hat heute Geburtstag? Nicht der O.J. Simpson, sondern der Cuba. Cuba. Ja, gut, der hat Geburtstag. Cuba. Genau. Weißt du, was am 2. Januar 1984 war? 2. Januar 1984. Ja, pass auf. RTL Plus hat damals angefangen zu sein. Am 2. Januar. Am 2. Januar 1984. Und zwar mit einer ganz bizarren Szene. Was dafür? Achso, guck mal hier. Genau, das alte Logo, geil, oder? Ja, das alte Logo. So. Ne? Kannst du richtig geil. Da kann ich mich voll dran erinnern. Ja. Das kam am 2. Januar 1984 um 17.27 Uhr. Und zwar, pass auf, es kommt dieses Logo. Wie ist das Logo auf die Welt gekommen? Das Logo wurde natürlich geboren. Also man hat der Sendebetrieb beginnt, man sieht eine Szene in einem Krankenhaus. Und auf einmal wird ein Fernseher geboren mit diesem RTL-Logo. Was? Das war die Geburtsstunde. Haben Sie es aus einer Frau rausgezogen oder was? Man hat es jetzt nicht so im Detail gesehen, ja, aber es war eine Kreissaal-Szene, wo ein Fernseher geboren wird mit diesem Logo. Und genau auf diesem Level hat eine RTL bis heute weiter. Bis heute durchgezogen. Ja, genau. Die haben nichts geändert. Ja. Also seit dem 2. Januar 1984. Also RTL, also wirklich, ist ja wirklich. Aber kultisch. Ja. Also ich würde sagen, bei RTL will man auch reinpassen. Ja. RTL 2. Ja, RTL 3. RTL 3, noch trashiger. RTL 3, / Shoki Banoki. Machen wir auf. Oh Gott, das will doch keiner sehen. Nee, will echt keiner sehen. Nee. Ja, aber am 2. Januar, weißt du, was da ist? Also in der Schweiz, ich sehe es gerade hier auf meinem Rechner, in der Schweiz ist da der Berchtoldtag. Berchtoldtag in der Schweiz. Da mach mal, hast du ja gedacht? Ja, ja, ja. Genau, da haben wir ein Foto davon. Da verkleiden die sich so bescheuert und dann machen die irgendwie so traditionsmäßig machen die irgendwie. Das so sind auch Nachwehen von Silvester, oder? Wenn ja, aber ehrlich. Verkleid, also im Ernst. Ja. Ja. Also das ist ein Schweizer Feiertag. Heute am 2. Januar. Berchtoldtag. Cuba Gooding Jr. Gooding Jr. Also wirklich ein scheiß Name. Der Name ist echt der. Cuba. Freunde nennen ihn Cube. Cubey. Meine Freunde nennen ihn Cube. Cubey Boy. Cubey. Ja, Cubey, ihr Kumpels, ne? Untereinander. Cubey Boy hat Geburtstag, ja. Am 2. Januar 68 geboren. Hier RTL hat Geburtstag, 84 geboren. Ja. Richtig. Bei der Geburtsszene. Ja. Ja, und der Berchtoldtag. Berchtoldtag. Total bescheuert, also ehrlich. So. Naja, aber coole. Ganz schön los am 2. Januar. Coole Masken hat auf jeden Fall. Naja, das war der 2. Januar heute bei Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Schaltet morgen wieder rein, weil da haben wir den 3. Januar. Richtig. Cheerio, Miss Sophie. Gute.